Hey Freunde, hallo, herzlich willkommen zurück zu The Last of Us 2. Ja, in der letzten Folge waren wir mit Ellie und Dina hier in Seattle unterwegs, haben uns ein bisschen umgesehen, haben bei der Bank ganz unten im Süden, bei der James Street, kann man das wirklich nochmal drehen hier? Nee, kann man nicht mehr. Haben dort Bank, ich sag jetzt nicht mal ausgeraubt, aber da haben wir alles an der Bank erledigt. Und ja, jetzt schauen wir uns noch ein bisschen weiter um. Wir sind jetzt in der Nähe vom Gerichtsgebäude, würden uns ansonsten noch mal ein bisschen weiter umschauen und natürlich auch heute noch in das Gerichtsgebäude gehen. Und zwar dort oben rüber, denn dort haben wir schon ein paar Klicker und ähnliches gehört. Vielleicht kommen wir auch über den Haupteingang hier rein. Wollte eigentlich alles kein Problemchen sein. Wir haben aber offenkundig hier hinten noch ein Tor. Genau, Gate West. Kommen wir anscheinend einfach mal so durch. Da würde ich auch mal noch gucken wollen. Wo willst du hin? Da hinten ist was. Use Gate Code. Ah, okay. Das war West 2. Okay, können wir machen. Verwende den Torcode, den ich mir erstmal wieder angucken muss. West 2. Was war denn bei West 2? Alt. So. Nee. Okay. Was war denn das? Rasenzeichnung, das war es nicht. Negativ sind die Bankrobieren, ich brief das mal. Hm? Ja, hier. Ah, die Torcodes. West 2, da brauchen wir 0451. Ja, doch, 0451 macht Sinn. Ich überlege gerade dabei West, dem anderen, da steht auch noch irgendeine Zahl. 103. Aber 0451 wird schon richtig sein, weil wir sind bei West 2. Ja. Gucken wir mal. Fein. Was hast du für mich? Ein paar Teile. Und ein Medic-Pick. Gute Plünderungsaktion. Alles ausgeräubert. Und wir haben noch eine Karte. Sammelkarte Flo. Okay. Flo. Echter Name Olga Kuznetsova. Intelligenz 80, Muskelkraft 80, Zugehörigkeit Society of Champions. Olga Kuznetsova macht ihren Abschluss an einer namenhaften Sci-Tech-Universität als Beste ihres Jahrgangs und wurde sofort von der russischen Regierung rekrutiert, um die Forschung über dunkle Energie voranzutreiben. Olga fürchtete, dass die Technologie zur Kriegsführung eingesetzt werden könnte und versuchte, die Experimente zu sabotieren. Mit dem Ergebnis, dass ihr Bewusstsein mit Wasserdampf verschmolz. Jetzt ist sie in der Lage, ihre Seele in jeder Art von Gewässer zu kanalisieren und Objekte in jeder Form von Wasser zu beschwören, sofern eine gewisse Luftfeuchtigkeit herrscht. Neutrale Heldin. Hm. Okay, Fräulein Kuznetsova haben wir erledigt. West! So, das heißt, da haben wir die Tore soweit durch. Da durfte es auch gar nichts mehr geben, also bleibt wirklich nur das Gerichtsgebäude übrig. Und gucken wir nochmal, also hier ist ja eigentlich nichts. Komm schon, Schimmer. Nimm halt. So, war nur ein Paket auf Kleber sozusagen. Ja. Hier waren wir ja schon. Und hier gibt es weiter nichts.
Okay. Der Rest kommt dann. Andere Richtung. Wird vorne wahrscheinlich zugeschlossen sein. Boah, das bleibt doch nicht hängen, Mensch. Hier drüben haben wir noch eine Station. Gibt's hier was? Ich hatte das. Kartenort hinzugefügt. Was hat sie denn hier jetzt hinzugefügt, bitteschön? Achso, ein Restaurant. Ich würde mal sagen, können wir einwerfen? Warte mal. Wanted for acts of terrorism and sedition. Emma Patterson und Jason Patterson. Okay. Geschwister. Geschwister. Oh, Schwester. Erkennst du jemanden? Nein. Die sind zu alt. Die Gruppe, die nach Jackson kam, wären damals Kinder gewesen. Ja. Wo kommt man nicht rein? Revolver. Trick. Trick. War Joel nicht verrückt nach Kaffee? Machst du Witze? Er hätte fast alles für ein paar Bohnen gegeben. Ich hab's nie kapiert. Schmeckt wie verbrannte Scheiße. Tch. Danke. Was für Kenner vom Wegen. Ah, das gefällt mir alles nicht hier. Sieht noch Alkohol aus. Oh, noch eine Karte. Wow. Big Blue. Das ist ein Wal. Okay. What? Big Blue, echter Name unbekannt. Intelligenz 100, Muskelkraft 80, Zugehörigkeit keine. Big Blue ist ein Wesen aus einer anderen Dimension, das das Erscheinungsbild eines Blauwals angenommen hat. Es kam vor über einer Milliarde Jahre auf die Erde, um über die im Entstehen begriffenen Lebensformen zu wachen und nutzt seine unendlichen Quell des Wissens, um die Menschheit in Zeiten der Not und des Umbruchs zu führen. Sein unfassbares Alter hat einen großen Nachteil. Tage erscheinen wie ihm wie eine Mikrosekunde. Dieser Zeitverzerrungseffekt wird jedoch aufgehoben, wenn es die Luft anhält, was es mehrere Jahre am Stück tun kann. Hält. Okay. Also jetzt haben die sich ja einen Quatsch ausgedacht, meiner Meinung nach. Aber okay. So, hier haben wir noch eine Kasse. Dann lesen wir mal. Oh, Momentchen, halt. Tada. Nehm die Flasche wieder mit. Und dann lesen wir mal die Notiz. Lesen. Hey Davis, suche in unserem alten WLF-Verstecken nach Vorräten. Es ist vermutlich ziemlich sinnlos, aber jedes bisschen hilft. Nimm mit, was du kannst und komm dann in die Serevina. Und mach dir keine Gedanken wegen Benzin, wir kümmern uns darum. Mike. Okay, okay, dann kümmere ich mich nicht drum. Nochmal Alkohol. Dann haben wir dann noch wahrscheinlich, wenn wir hier alles abgesucht haben, fertig. Das war dann. Oh. Die Schrotflinte. Was man wohl. Ne, ich nehme die. Und ja. Ah, okay. Oh, nee, 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 nee. Das wird doch wieder lustig werden. Medikamente? Ah!
Leco mio. Ja. Die bloß überall rein. Keine Ahnung. Aber ich hasse das. Oh, ich auch. Leco mio. Das war mir oh, aber Scheiße. Aber so klar. Wie Dave, hat die da drin gekotzt? Lappen, danke. Was ist das? Ein Schlüssel. Barico. Was ist das? Barikos. Ah, das wird wahrscheinlich noch der andere. Halt. Also. Hier. Ein Schlüssel. Barkos steht drauf. Ich glaube, der gehört zu der Tierhandlung, bei der wir vorhin waren. Sehen wir doch mal nach. Oh ja, genau, da möchte ich auch noch nachgucken. Da wird das doch noch nicht sehen mit dem Gerichtsgebäude auf die Schnelle, wa? Müssten wir aber sonst hier fertig sein, oder? Hat das Ding jetzt durchgestrichen? Nee, beim Café scheint es noch irgendwas zu geben. Macht ja aber auch keinen Sinn. Oder? Hä? Na gut, vielleicht muss ich einfach wirklich nur rausgehen. Ina, gehen wir ja weg. Guck mich nochmal genau um. Hier nichts, eine Kasse. Nö, sonst gibt es nichts, nur dann. Ich glaube, da waren wir schon. Hat sie es jetzt abgehakt? Ja, hat sie. Na dann. Das muss das Gerichtsparkhaus sein. Yep, sieht danach aus. Kann man hier was machen? Sieht nicht danach aus. Wahrscheinlich kommen wir da aber mit viel Glück am Ende raus. Ich kann ja mal kurz mal rütteln. Zu, war klar. Kann auch klappen. Suchen wir weiter. Okay, eine normale Treppe. Okay. Halt die Treppe halb runter, Fräulein. So, was ich mich aber nochmal frage. Wie kommen wir denn da unten hin? Jetzt hier gerade zulaufe. Ja, da drüben hat es ja noch Sinn gemacht, da konnten wir uns abseilen. Hier sind halt nur die Autos, aber es muss doch irgendwie einen Weg geben dann darüber. Ach, okay, wahrscheinlich da hinten runter dann. Wenn wir dann bei Serevina sind. Ach komm, Schimmer, mein Süßer. Oh komm, Dina, mach hinne. Kann doch nicht so schwer sein. Hepping, yeah. Oh, hier haben wir Baikos. Schlüssel haben wir. Ich speichere einmal. Hä? Habe ich jetzt automatisch gespeichert? Ja, ich habe mal Autospeicherung gemacht. Durch den vierten Spielstand. Naja, gut, was soll's. Lieber zwei so.
Mist, ich hab's. Mal sehen, was hier drin ist. Wieso sagst du, oh Mist? Bist du doof, Ellie? Irgendeine WLF-Sache. Okay. Erstmal sieht's ruhig aus. Notizen. Sie halten uns für Schafe. Zeigt die Zähne. WLF-Propaganda. Erinnert mich an die Fireflies in Boston. Kommt zur Washington Liberation Front. Beschützer der Verfassung. So nannten sie sich selbst. Hey. Was wollten die? Das waren Ex-Fedra, die fanden, Fedra hätte zu viele Regeln. Sie haben Schutzgeld erpresst, viele Frauen entführt. Tolle Typen. Uff, toll. Ja. Warum haust du ab? Gibt's hier etwa irgendwas, was ich... Na, guck mal. Da kriege ich wahrscheinlich noch mal Infos, wie ich zu dem im Konvoi oder so ähnliches da vielleicht vorankomme. Ah, was ist das? So. Hier haben wir noch ein paar Teile. Was denn? Endgranaten? Treffer. Eine Schockbombe. Setze eine Schockbombe ein, um mehrere Gegner zu betäuben und erledige sie dann mit den Schlagangriffen durch das Viereck. Okay. Rezept für die Schockbombe freigeschalten. Sehr schön. Wir sind aber da noch nicht durch. Muss ich mal kurz... Ah, nee, ich wollte nicht lange, ich wollte nur kurz, Mensch. Genau. Wir hätten für den Lappen mehr als genug. Wir bräuchten aber noch einen Molotow-Cocktail. Wir haben keine Axt zum Verbessern, das ist schon mal doof. Medikamente reicht... Rauchbomben anfertigen. Schockbomben werden zu Rauchbomben, die eine Rauchwand erzeugen und den Gegner die Sicht blockieren. Könnte was bringen. Die Gesundheit würde ich aber am liebsten als nächstes erhöhen. Ich sehe es doch kommen, dass ich hier ziemlich dann am Rad drehen werde. Was ist das? Das sind ihre Angriffspläne für den Konvoi. Mann, die WLF haben das Militär einfach ausgelöscht. Sowas haben die Fireflies nie geschafft. Aber was haben wir denn hier? Wir haben da oben Carter, Wilson, Young, Hernandez. Was ist das Gerichtsgebäude denn? Weil hier ist die Synagoge. Da ist der andere Checkpoint. Ja, mit dem Konvoi. Keine Ahnung. Aber schön, dass wir hier einfach so zurück... Oh! Steht hier einfach rum. Ich glaube, hier haben wir alles. Was ist das, ein Gürtel? Clooney und Ghost würden das lieben. Was bringt mir der Gürtel? Gewehrholster. Was bringt mir jetzt der Gewehrholster? Kann ich dann schnell auf die Waffe zugreifen oder wie was? Hä? Macht für mich gerade alles nicht so wirklich Sinn, aber okay. Ich dachte, ich kann mit dir quatschen gerade. Hallo? Jetzt dann echt beide Waffen dann da rumliegen, hängen? Also, okay. Na dann, sind wir hier fertig.
zum Gerichtsgebäude. Oder? Hallo? Ja. Oh Mann, das wird jetzt eine lustige Nummer. Muss ich mal gucken, wie die Rauchbombe hätten wir. Ablenken können wir auch. Nochmal speichern. So, mal gucken. Vielleicht haben wir ja einen Klicker-Oinky oder so in der Robe von einem Richter. Das wäre auf jeden Fall lustig. Das Fenster am Ende wieder auf. Also los. Der ist schon mal futsch. Da hinten haben wir auf jeden Fall noch einen Runner. Okay, wir haben hier erstmal sonst weiter nichts rumliegen. Anscheinend haben wir da hinten noch irgendwas. Was ist es? Ein Runner, okay. Mal ein bisschen um. Nichts. Kommt da noch? Kommt da noch? Also die Klicker sind erstmal mit am gefährlichsten. Nichts gemacht, mein Blase. Da ist ein Runner. Danke, Schwein gehabt. Der muss auf jeden Fall immer an uns vorbei. Der nochmal in meine Richtung? Ja. Klicker? Ja. Und ein Runner anscheinend, ja. Ja, Runner. Okay.
Oh, danke. So, das heißt, wir machen den da hinten platt, damit wir danach den machen können. Und ganz zum Schluss den Klicker. Wir haben Gesundheit. Danke. Was denn du da? Nein, ich schalte die ganz bestimmt nicht ein. Hier steht auch in meine Richtung, ne, der Arsch. Der macht einen Kreis. Weg. Haben wir nur noch den Klicker und den anderen Runner. Sollte eigentlich jetzt kein Problem mehr darstellen. Danach können wir uns hier drinnen in Ruhe umsehen. Doch andersrum mit dem Klicker und Runner, als ich dachte. Klicker geht mir echt auf den Zünder, ey. Rucksack, oder? Typi. Und wahrscheinlich geht's da noch weiter. Och nee. Na, komm schon, Mäuschen. Bist du blöd? Bist du blöd? Und hier rum? Nicht gehört. Thank you.
Na gut, wenigstens ist es an der Stelle dann immer... Da ist ein Runner. Da drüben. Ach echt? Da drüben ist ein Runner, das sehe ich. Fuck, warum ist denn das Vieh noch am Leben? What the fuck, warum hatten das... überlebt gehabt? Warum lebte das noch? Okay. War's das? Ich höre nichts nicht. Weiter. Hey, hilf mir mal. Komme. Oh nein. Es geht doch noch weiter. Kann ich wieder zurück? Danke. Bist du schon mal in einem Gericht? Nein. Willst du mir erzählen, dass du in Boston nie Ärger hattest? Oh, ich hatte Ärger. Aber ich bin nie vor Gericht gelandet. Oh, meine Freunde. Ganz ehrlich, das gefällt mir gar nicht, dass wir jetzt hier unten uns so umtreiben können. Wir nicht einfach so wieder rauskommen. Einfach so, hier irgendein Scheiß. Funktionieren die noch? Was echt Übles passiert. Vermute ich, ja. Das vermute ich auch mal, dass hier irgendwas Übles passiert ist. Oh nein, wir kommen doch in die Tiefgarage oder was? Das Parkhaus. Das Benzin ist da drin, oder? So stand es auf dem Zettel. Oh, stimmt, da ist auch. Lass uns da runtergehen. Oh Mann, nicht doch. Gebäudeplan, Ebene 3, Magistratsbüro, Bewährungshilfe, Ebene 2, Gerichtssaal und Amtsgericht, Büro vom Richter Salazar, Büro des Staatsanwalts, Ebene 1, Lobbybüro und die Tiefgarage der Fakultät. Aber ganz ehrlich, Freunde... ich würde mal sagen, das verschieben wir auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt The Last of Us 2. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Sage nur noch ciao, ciao und bis dahin.